Das WICAM wurde eingeführt, weil wir hatten Probleme mit der Masse an Aufträgen, an Blechteilen, die wir programmieren mussten, das halt mit der Manpower, die uns zur Verfügung stand, das praktisch zu leisten. Der Seniorchef damals, Herr Jochen Ronge, der hat das mal in einer Doppelgarage begonnen mit 5, 6 Leuten und da wurden halt einfache Kantprofile gemacht, Fensterbänke, Dachrandprofile und sowas. So ist das mal gestartet. Die flach zweidimensionale Bearbeitung erfolgt alles in WICAM. Und das halt an beiden Stanzmaschinen, an der Trupanch 3000, an der Trumatic 6000 und an der Macker Plattenfräse. Die Excel-Listen, wo wir unsere Elemente erfassen, unsere Bauteile, werden per CSV-Datei in WICAM eingelesen. Und dann erfolgt natürlich eine Feinjustierung der Kollegen in der Programmierung, falls wir was verbessern wollen mit einem optimaleren Werkzeug oder sowas. Die Arbeitsvorbereitung ist, sei mal, ein Flaschenhals. Es kommt vom Vertrieb eine Masse und dann geht das halt durch den engen Flaschenhals und dann verteilt sich das in die Produktion und wir schaffen halt mit der WICAM-Software deutlich mehr Masse beim Programmieren als wie mit der alten Software, die wir hatten.